versuche immer noch, diese Typen loszuwerden. Bist du entkommen? Ja, aber hinter mir sind sie auch her. Okay, wir treffen uns am südlichen Ende der Promenadengärten im Zentrum. Alles klar. Ja, willkommen zurück zum neuen Part von Neon City Undercover. Wir waren im letzten Part in der Villa von Forrest Blackwell. Boah, hat der Zaster, also das ist mega viel. Allerdings wurden wir erwischt und wir sind gerade auf der Flucht. Wir sind ein Glück rausgekommen, aber die verfolgen uns halt immer noch. Auch Mo verfolgen sie und ja, wir müssen erstmal schauen, wie wir weiterverfahren. Aber jetzt erstmal ganz schnell zum Zielort. Ist auch schon der nächste Stadtteil, wir sind gleich da. Ey, scheiß Taxi. Schaut nicht mal zur Seite, ob da jemand kommt. Dann noch ich hier als Motorradfahrer, der sowieso ein bisschen schneller sich verletzen kann. Schlimm. Na egal. Wir müssen jetzt hier durch. Denn hier ist der Ziel, der Zielort. Nee, der Ort, das Ort. Die Ort. Ach, keine Ahnung. Hier drinnen auf jeden Fall. Der Ort, richtig. Der Zielort. Ja. Okay, wir müssen jetzt gegen die kämpfen. War ja klar, dass wir irgendwann gegen sie stoßen werden. Autsch. Autsch. Ja, wir werden jetzt auch ordentlich verprügelt. Aber das war ein nicer Gegenschlag. Zack, zack. Was passiert jetzt so? Ah, es kommen noch weitere. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir kommen hier auch nicht mehr raus. Es sieht nicht gut aus für uns. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen... Nein. Eine können wir uns wieder beleben. Ey, der hat mir nochmal gleich Leben abgezogen. Wow, Chase. Maschine. Ja, gut. Und ich auf die Fresse bekommen, aber die dann wenigstens auch. Mo! Bist du schon bei den Promenadengärten? Schön wär's. Diese Kerle haben Leute an den Docks postiert, um mich aufzuhalten. Kann also noch eine Weile dauern. Fahr zu Vinny. Ich habe bei ihm angerufen, aber er ist nicht rangegangen. Nicht mal, um mich anzubrüllen. Da stimmt was nicht, Chase. Ich werde nach ihm sehen. Okay. Das heißt, wir müssen über zu Vinny. Aber vorher will ich hier nochmal kurz... Obwohl, warum springe ich nicht einfach? Ich suche hier eine Fähigkeit und... Eigentlich kann ich ganz einfach springen. Und hier ist ein großer Superstein. Ja, geil. Das höre ich doch gerne. Das höre ich sehr, sehr gerne. Kann ich auch noch dort rüber? Vielleicht mit einem Farmer. Wo ist denn der Farmer? Ja. Ich glaube, ich war sogar Farmer. Ah, es passt sogar. Und dann kann ich hier noch hoch. Aber ich will erstmal kurz schauen. Da hinten ist ein Schwein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Okay, es gibt auch noch andere Wege, sehe ich. Da draußen sind Pflanzen, die ich hätte begießen können. So, und jetzt haben wir wieder unsere schöne Musik hier für... Wenn man Schweine hat. Und ich sehe auf dem Gamepad einen Ort, wo man Schweine abgeben kann. Derweil sehe ich hier eine Rex Fury-Statue, die ich mal kurz zerstören möchte. Weiter noch eine andere Statue hier. Da drunter ein Superbau oder? Keine Ahnung. So, hier. Gehen wir so lange ein bisschen weiter weg. Nicht, dass das Schwein jetzt so stirbt. An den Folgen. Explosion. So, und dann hier gibt es auch noch einen Grill, den wir löschen können. So, das ist auch unsere erste Mission, wo wir wirklich das Schwein wieder zurück nach Hause schicken. Von 22. Uiuiui. Ganze Menge. So, hier mal kurz den Grill löschen. Ich möchte den Grill löschen. So, jetzt so. Ja, die Leute sind hier auch noch alle verkleidet, da ich noch die Verkleidungen anhabe. Warte, jetzt bin ich aber...
So ein bisschen vom Weg abgekommen, aber ich möchte da hinten trotzdem nochmal schauen, wo wir waren. Da brauchen wir kurz den Farmer hier. Wie läuft denn der Typ? Ja, moin. Hat einen interessanten Gang drauf. Oh, kann die Pflanze mal. Ja, danke sehr. Wieder so überdimensional groß. Ey, ich möchte abspringen. Ich drücke die Abspringtaste, aber funktioniert nicht. Na, egal. So, wohin führt uns jetzt der Teleporter? Da unten ist noch eine Umkleidekabine. Ja, moin. Einfach so, hier drauf. Als wenn nichts wäre. Ja, einen Superstein gibt's hier. Mehr aber auch nicht. Na gut, dann machen wir noch kurz die Umkleidekabine. Ich möchte herunter. Hallo. Geht doch. Zack. Kurz zusammenbauen. Und dann werden wir mal kurz zu Winnie schauen. Mal sehen, was mit dem ist. Ja, Rex Fury darf man halt nicht unterschätzen. Das ist eine ganz gefährliche Nummer. So, da kann man dort rein, aber da muss ich jetzt auch nicht rein. Suche nach einem Fahrzeug. Ich habe gerade ein Fahrzeug gehört. Ach, da. Na toll. Ah, ein Taxi tut's. Oder das Polizeifahrzeug. Das ist doch umso besser. Komm her. Jo, das stimmt wirklich. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Es wird mir keine Markierung gezeigt auf dem Gamepad. Das ist ja unfair. Aber wir wissen ja, dass wir zum Café da müssen. Daher drehe ich mal um. Das müsste in diese Richtung jetzt sein. Ich hoffe es zumindest. Kann sein, dass wir durch das Schwein das nicht mal haben. Normalerweise wird das einem immer angezeigt. Egal, was für Missionen dazwischen kommen. Na toll. So. Aber ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Ey, Bus. Mal ein bisschen Sirene an. Alter, manche sind aber auch ganz bescheuert. So wie im Real Life. So, hier sind wir richtig. Denke ich. Irgendwo müsste hier die Eisdiele sein. Da gibt es noch einen Autoklau? Oder wie sehe ich das? Durchaus möglich. Oh ne, wir waren da schon mal drin, das stimmt. Da dachte ich zuerst auch, das wäre ein Autoklau, aber nee. Jetzt habe ich keine Zeit hier auf die Autos zu achten. Oder der hier Auto fährt. Ja, moin. Verkleidungen sind schon ganz lustig. Wo ist hier. Das Eiscafé, das muss doch hier irgendwo sein. Hier ist ein Autoklau. Was ist das hier? Nee. Wenn man einmal nicht die Markierung bekommt. Ja, es war hier vorne nicht. Drehen wir nochmal kurz um. Vielleicht hier hinter irgendwie? Muss in diesem Stadtteil gewesen sein. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber vielleicht auch nicht. Nee, da hinten war es nicht. Ja, ich mach mal einen kurzen Cut. Ah, ich hab's gefunden. Endlich. Ach, Mann, ey. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit herumgefahren und hab's gesucht, hab's gesucht. Dabei war es doch ein anderer Stadtteil. Ach so. Was das auch auf dem Gamepad überhaupt nicht angezeigt wird. Mann, ey. Ich muss da rein. Dann machen wir das mal direkt. Ich will halt auch wissen, wie es weitergeht. Daher will ich das auch wirklich gleich im Anschluss hier erledigen. Doch jetzt ist die Frage, wie soll ich da hochkommen? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Hier rüber wahrscheinlich? Irgendwie? Irgendwo? Irgendwann? Ja, mal ganz ehrlich, wie geht's hier hoch? Hier irgendwas drinne, was ich gebrauchen könnte? Nein. Ja, es ist wirklich seltsam, hast du recht. Ich könnte hier aufs Dach hier steigen, oder auf die Dinger hier, aber mehr bringt mir das auch nichts. Wie komme ich auf diese Pfähle hier drauf? Keine Ahnung. Diese Laternenmasten.
Ich stehe mal wieder auf den Schlauch, so ihr sehen. Und irgendwo vielleicht da drauf? Sonst wird das einem doch so auch immer gesagt. Was ist jetzt? Ach, hier. Warte. So schön abseits, dass man das nicht sieht. So, hier mal rüber. Zack, 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 zack. Na gut, ich hätte auch einfach mal nach dem Ursprung da suchen sollen von den Fehlern hier. Egal. Gibt es hier noch irgendwas? Hier kann man noch was gießen. Ich habe jetzt leider kein Dynamit dabei, um dort reinzugehen. Da wäre aber ein großer Superstein. Ach man. Das ist doch jetzt unfair. Gerade super große Supersteine. Ach, ich muss eh ein Schwein reiten. Dann suche ich auch gleich im Anschluss mal Dynamitautomaten. Erstmal reiten wir Schwein, dann schneide ich kurz. Also erstmal hole ich dann auch Dynamit und dann schneide ich kurz. Oh, scheiße. Da ist Wasser. Das habe ich nicht gesehen. Aber gut, dass man nochmal zurückgesetzt wird. Ich muss nach oben, da ist die Brücke. Nee. Hier rüber, am besten. Bin irgendwie gerade ein bisschen blind, habe ich das Gefühl. Egal. So, dann haben wir auch das zweite Schwein nach Hause wieder geschickt. Hätte A drücken müssen, nicht X. Dann schaue ich mal, wo man Dynamitautomaten herkriegt. Ah, gibt es bestimmt dort irgendwo in der Stadt. Erstmal wieder zurück. Ich mag das nicht, wie der läuft. Das sieht so, ja, anders aus. Fällt mir nicht. So. Dieses Mal gibt's. Ach, die Markierung ist mal wieder weg. Bei ihm, das weiß ich, da gab es noch eine Markierung, wo jetzt das nächste Ziel ist. Aber dank dem Schwein gibt es die Markierung nicht mehr. So, Dynamitautomat muss es doch bestimmt hier auch irgendwo geben. Es gibt auch einen roten Stein, wo man Dynamit immer hat. Aber bis wir den haben, das dauert noch eine Weile. Ein Glück, dass wir jetzt ein Sofortauto schon haben. Oh, hier gibt es auch zwei Supersteine. Die nehme ich mal gerne mit. Wenn ich schon mal hier bin. So, wo ist jetzt ein Dynamitautomaten? Ja, ja, an der Eisdiele ja nicht. Sonst hätten wir nämlich schon längst eine gesehen. Hier, hier. Da waren wir auch schon mal drin, weil da war wohl mal ein Superstein. Jetzt nur noch ein blauer Stein. Ist mir aber egal. Nehmen wir mal hier Dynamit. So. Dann kurz hier rein den Superstein holen. Weil für solche großen Supersteine lohnt sich das allemal immer. Da gibt es ja sonst noch was. Man kann hier nämlich die Treppe runter. Noch ein normaler Superstein. Ja, moin. So ein bisschen versteckt. Findet nicht jeder. Okay, gut. Jetzt geht's hier rein. In die Eisdiele. Dann let's go. Aber bitte nicht das, was ich denke. Doch, ein Spezialauftrag. Ich habe ja am Anfang des Parts erzählt, dass ich ein bisschen länger mache. Oder noch ein Part aufnehme. Oder ich habe das am Ende des letzten Parts gesagt, glaube ich. Dass ich doch noch ein Part aufnehme. Jetzt kommt hier ein Spezialauftrag und der wird wahrscheinlich über den Part hinausgehen. Ja, moin. Das heißt, ich kann mich auf drei Parts freuen. Insgesamt. Ja, moin. Es sei denn, das ist nur ein kurzer Spezialauftrag. Das kann natürlich auch sein. Aber ich mach's doch gerne für euch. Es macht ja auch unheimlich viel Spaß. Abgebrochen. Ich sagte, warum? Ich muss Winnie da rausholen. Ja, moin. Okay, nun sind wir hier in der Eisdiele. Auch gleich hier eine Quest sozusagen gefunden.
muss er Eisbecher zerstören. Interessante Musik läuft, die mir so sehr gut gefällt. Und ja gut, dann gehen wir mal in die Eisdiele hinein. Sonst hier vorne gibt es sonst weiter nichts. Ja, du kannst ruhig die Musik da weiterspielen. Soll mir recht sein. Ja, Winnie, ich muss leider deine Eisziele auseinandernehmen. Ah, hier waren wir schon mal drinne, aber nicht so, dass wir hier rumlaufen konnten. Das war da, als wir Winnie das erste Mal gesehen haben. Ja gut, wenn er nicht kämpfen will, dann ergreife ich halt die Initiative. Ist doch klar. So, hier brauche ich grüne Farbe. Die kriege ich noch. Jetzt, wie hier jedes Bild beschmiert wurde. Sieht schon ein bisschen lustig aus. Muss ich schon sagen. Wir arbeiten ja immer noch undercover die ganze Zeit schon. Das würde es ja auch nicht Lego zu dir undercover heißen. Der hat in die Röhre geguckt. Ah ja. Das muss wehtun. Aber. Soll mir recht sein. Verriegelung aufbrechen, um Winnie rauszubekommen. Ja, ganz entspannt, Chase. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hier war meine Treppe damals. Die ist jetzt weg, aber die kommt hoffentlich wieder. Hier habe ich was zerstört. Hier sind noch ein paar Sitzplätze. Die ich zerstören kann. Okay. Gesperrte Fähigkeit, wie ich es liebe. Okay, gut. Da bin ich froh, dass ich das Klavier nicht zerstören kann, weil das ist gut. Mag die Musik hier jetzt so. Oh, Lego City direkt. Macht Stimmung, macht Stimmung. Das finde ich gut. So. Jetzt muss er erstmal auf. Oh. Ich weiß, dass Rex dich hintergangen hat, aber jetzt mach mir nicht schlapp. Oh, lol, ich hab ihn gleich bekommen. In der Eisfabrik eingeschlossen. Du kannst reinkommen durch einen Geheimgang in meinem Büro. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben. Was? Einer von diesen Würmern hat den Porträt meiner Mutter einen Schnurrbart verpasst. Hey. Wie kann man sowas nur machen? Dass du eine Ahnung den Maler zahlen musste, damit er ihren Schnurrbart weglässt? Sie wird komplett durchdrehen. Dann wird gleich die Treppe wieder in Gang gesetzt. So sieht es auf jeden Fall dann aus. So, einmal kurz das Rad hier drehen. Und ja, doch, sehr schön. Die Treppe ist wieder da. Können wir nämlich oben weitermachen. Hallo? Du willst auch noch? Kannst du haben. Ja, es ist Schlafenszeit. Für dich zumindest. Für uns noch lange nicht. Schon wieder, wo wir Farbe brauchen. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich hab den per Zufall hier jetzt, weil ich alles zerstört habe. Naja, soll erstmal unten ruhen. Den brauche ich jetzt erstmal nicht. Ja, so viel zum Zerstören, das finde ich so gut. Okay, was ist das? Ein Barhocker, interessant. Mehrere hiervon. Generell hier in dem Gang. Vier Stück. Aber ist doch nicht schlecht. Seht ihr ja auch alle. Die sind hier alle ganz in der Nähe. So, kurz mal hier. Das zerstören. Und man kann hier rein. Gibt's hier irgendwas? Nein, ich will wieder. Ich will doch! Was ist denn das für ein Betrug? Da ging's weiter. Da war noch so viel. Och nee. Das finde ich jetzt so richtig doof, dass man nicht mehr zurück kann. Alter. Wer weiß, was da noch alles gewesen ist. Da gab es noch... Hey, nee. Na gut, dann können wir das leider nicht holen.
Es tut mir leid. Oh, wir haben hier wenigstens ein Fahrzeug bekommen. Na, das Spiel will sich entschuldigen, habe ich das Gefühl. Noch mehr solche Farben. Ja, gut, die rote Farbe hätte ich im Vorraum finden müssen. Normalerweise braucht man ja das eigentlich auch. Ja, dachte ich, ja, da geht's bestimmt nicht weiter. Aber doch, Pustekuchen. Ein Schlüssel, ich weiß nicht, wofür ich den brauche, aber nehme ich mal mit. Da einfach mal die Stühle hier zerstören, bringt auch was. Ja, alles zu zerstören bringt ja sowieso mal hier in Lego City etwas. Gut, das war jetzt nicht geplant, aber gut. Unsere erste Polizeimarke, es hätten schon mehr sein können. Ja, vielleicht schaffen wir das noch hier in diesem Part. Das wäre ein bisschen lustig, aber ja, mal sehen. Ich weiß ja nicht, wie viel noch kommt. Ich möchte natürlich auch gründlich hier alles erkunden. Nicht, dass ich hier irgendwie was übersehe. Zum Beispiel hier gibt es irgendwas. Ja, bestimmt hier in dem Schrank, oder? Ah, doch, war doch klar. Gibt's hier? Ach, hier ein Farbautomat. Ja. Da schaust du in die Röhre. Du hast nämlich keine Farbkanone. Lieber Herr Wärter Polizist. So, dann drehen wir erstmal hier. Okay. Gibt's sonst noch hier irgendwas, bevor ich irgendwas anderes mache? Hier kann ich zum Beispiel noch was machen. Ja, auch auf der Seite gibt's da was. Interessant. Ich kann nicht zurück. Och man. Na gut, gehen wir erstmal hier hin. Mach schnell den Safe auf. Gibt's bestimmt eine Kiste drin. Ja. Oder? Nee. Eis. Ja, moin. Wow, Winnie mag Eiscreme wirklich sehr. Dass das Licht jetzt so zu grün wechselt, das war ja eigentlich schon klar. Da brauchst du nicht extra hinzoomen. Und das zweite Eis. Zack. Und der Geheimgang öffnet sich. Aber effektiv. Finde ich. Ah, okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Sehr, sehr viel Eis gibt es hier. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz so sicher, muss ich ehrlich sagen. Was treibst du denn da unten? Machst du dir einen Eisbecher? Ich erkenne dich auch mit Karton, das ist dir klar, oder? Hey, das gilt nicht. Oh doch. Wir machen nämlich einen auf ganz schlauen. Ihr zwei, haltet ihn auf. Denkst du, die schaffen das, mich aufzuhalten? Ganz ehrlich, da habe ich schon bessere gesehen. So, hier mal kurz alles nochmal zerstören. Da rein. Zack. Oh, sorry. So langsam geht auch meine Stimme weg. Ja, moin. Ich habe heute schon generell sehr viel aufgenommen. Ich habe ja jetzt momentan Ferien. Heute war so ein Aufnahmetag. Auch der erste Tag, wo ich mal den ganzen Tag Zeit habe, so wirklich. Obwohl, ich hatte heute nicht den ganzen Tag Zeit, stimmt. Ach, egal. Auf jeden Fall habe ich heute viel Deo City aufgenommen. Aber ich muss den nächsten Tag noch ein bisschen Pokémon aufnehmen, weil da gehen mir die Folgen aus. Und das bei Pokémon. Wo ich eigentlich so tolle Hervorproduktion war. Kann ich auch selber nicht glauben, aber es ist so. Wo geht's jetzt hier weiter? Geht's jetzt hier weiter? Bin gerade etwas verwirrt. Hier rauf und dann hier rüber oder wie? Nee, da ist eine unsichtbare Wand.
Vielleicht hier so? Ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Wir haben es einfach mal gemacht. Weil irgendwo muss es ja weitergehen. So, das hier runterschieben. Wunderbar. Keine Ahnung, wie man da legal rüberkommen soll, aber wir nutzen unsere Fähigkeiten ganz einfach. Ja, sonst gibt es hier nichts. Okay, dann machen wir an dieser Stelle Pause und ich nehme tatsächlich noch einen Part auf. Vielleicht mache ich im nächsten Part mit einem Cut, wenn ich keine Lust mehr habe oder so. Oder ich nehme den Part einfach nochmal ganz auf. Sollte ich auf jeden Fall hinkriegen. Bis dahin und tschüss.